Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um 5 Dinge, ja wieder die 5, für die ihr definitiv aus meinem Studio rausfliegen würdet. Die kann ich gar nicht leiden und ich wette viele von euch da draußen auch nicht. Und ich bin gespannt, ob ihr das genauso seht und eure Liste der Ergänzungen. Und ich wette, manche von euch haben sogar 20 Punkte auf eurer Liste, wo ihr definitiv sagen würdet, haut ab, Mann, nicht in meinem Studio. Also, wenn ihr schon nicht auf Mitgliederzahlen achten müsst, was wären eure? Das hier sind auf jeden Fall meine. Ey, ey, da bin ich noch dran. Ja, was hast du gesagt? Ja, nee, auf jeden Fall. Da würde ich dem mal so richtig schön die Meinung. Tja, die Rede ist natürlich davon, wenn Geräte blockiert werden und scheinbar besetzt sind, obwohl die Leute eigentlich mehr 5, 6 bis 15 Minuten Pause machen und dann ab und zu mal einen echt kümmerlichen Satz daran machen. Meinen aber, dass das Gerät bloß nicht in der Zeit benutzt werden darf und das auch noch lauthals verkünden. Kennt ihr solche Leute? Habt ihr die im Fitnessstudio? Tja. Solche Leute, die einfach richtig Kacke trainieren, würde ich sofort rausschmeißen. Also, da geht es gar nicht mehr darum, bei der Selbstsicherheit, die ausstrahlen, denen das beizubringen, Personal Trainer zu holen. Vielleicht gibt es eine Chance, aber ansonsten einfach aus verpisst euch. Das kann man doch einfach nicht ertragen, oder? Tja, und dann gibt es die Leute, die natürlich die ganze Zeit am Smartphone sind. Egal, ob sie Bilder machen oder ob sie mit Leuten reden oder natürlich zwischen den Pausenzeiten, ob sie mal ganz kurz Nachrichten schreiben, per WhatsApp oder sonst was. Sie stehen auf jeden Fall mit der gesamten Außenwelt scheinbar in Kommunikation. Und diese wollen sie auch partout nicht trennen, höchstens mal für die paar Wiederholungen. Aber es gibt ja sogar ein paar Spezies, die es dann auch noch schaffen, ihr Smartphone irgendwo da vorne abzulegen, beim Latissimuszug oder so, und dann immer noch weitersprechen. Während der Telefonpartner dann einfach so ein bisschen das Schnaufen mithört. Und vielleicht sagen sie, ach, ich bin gerade beim Training, aber Rätsel, ruhig weiter. Tja, diese Leute mögt ihr sicherlich ganz besonders. Ich auch. Oh. Ja. Sieht das nicht einfach wunderschön aus? Tja, ich komme nachts ins Fitnessstudio und dann finde ich sowas vor. Komme ich aber tags ins Fitnessstudio, in den meisten zumindest, dann nicht. Die Rede ist natürlich davon, Gewichte nicht wegzuräumen. Und das ist teilweise so chaotisch in bestimmten Fitnessstudioketten, dass man eigentlich gar keine Hantel mehr hier oben drauf sieht. Als würde es verboten sein, als würden die Leute das Schild falsch lesen. Bitte bloß nicht hier abstellen. Bitte. Und alles findet man auf dem Boden. Und muss ich die dann auch noch irgendwie zusammensuchen und wahrscheinlich irgendjemand hat die irgendwo unter den Füßen noch. Könnte ich kurz mal vielleicht die andere 24er haben? Tut mir leid. Oder man geht durchs ganze Fitnessstudio und findet die irgendwo vor. Tja, auch bei so etwas fehlen mir die Worte. Sofort raus damit. Verpisst euch hier. Ihr habt hier einfach nichts mehr zu suchen. Was machst du denn da? Würdest du das bitte irgendwie irgendwo anders machen? Mach's zu Hause. Mach's da, wo man es nicht sieht. Aber hau ab hier! Ey, du weißt doch, ne, da an dem Abend. Ja, 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 genau, ne, auf jeden Fall. Ey, da haben die alle sich kaputt gelacht. Ja, ja, mir, genau, ne? Ja, ja. Weil ich da wieder den, ja, genau, weil ich da wieder so diesen Witz erzählt habe, ne? Habe ich dir auch mal erzählt, ja, weißt du noch? Erzähl doch mal. Den über Social Media. Ja, ja, also ich kann ja noch mal erzählen, pass auf. Kommt ein TikToker, ein Instagrammer und ein YouTuber in eine Bar. Der Barmann guckt die an, setzt sich alle an die Bar, sagt der Barmann, verpisst euch. Ja, kennt ihr diese Leute, die sich tatsächlich schaffen, über 5 Meter oder sogar rekordverdächtige 15 Meter in einem Fitnessstudio zu unterhalten, denen es völlig egal ist, ob irgendjemand zuhört? Ich glaube, sie merken es gar nicht, dass da noch jemand ist. Aber gut, man kann ja auch Dialoge dann führen über ganze Strecken und über 20 Ohren hinweg, warum nicht? Ich kann mir vorstellen, vielen von euch geht es ähnlich und manche von euch haben es sogar schon in den Kommentaren mal beschrieben. Deswegen mal hier ein etwas anderes Top 5 Video, wenn es nicht direkt um Belehrungen geht. Vielleicht gefällt euch das ja auch, wenn ja, lasst es mich wissen. Lasst mich aber vor allem wissen, was ihr so gar nicht leiden könnt an Leuten im Studio oder beziehungsweise die Sachen, bei denen
bei euch in eurem Fitnessstudio, euren ganz persönlichen, die Leute direkt rausfliegen würden. Und wen das ein bisschen geärgert hat, dass die Planks wieder vorkamen, nun ja, hier findet ihr ein etwas ernsteres Video über die Planks. Nicht allzu ernst, nehmt immer alles, aber in diesem Video erfahrt ihr mehr, warum ich Leute auch am liebsten rausschmeißen würde, die Planks machen. Nun ja, dieses Video noch gucken, ansonsten auch alle anderen Videos und schaut mal bei Protein Arena vorbei. Wir sehen uns.